Wenigstens ist der nicht sonderlich helle. Er hat aber noch einen Mineral Key dagelassen. Und ein Level Up für dich. Fury of Slashes. Jawohl. Das hier kennen wir irgendwie schon. Scroll. Und da ist der Schlüssel für den Ausgang. Was ist das hier wieder? Ritual of Enduring Essence. Die Warchiefs von Stammes, also Tribal Communities, also von Stämmen, bevorzugten es immer, ihre Rüstungen mit Bonecraft-Ritualen zu verändern. Ein bekanntes Ritual beinhaltet einen Kristallschädel, ein Bestienknochen, noch ein Bestienknochen und noch ein Kristallschädel. So ein Ritual würde die Vitalität des Trägers steigern, wenn sie gesund sind. Also sehr gesund sind. Würde die Vitalität steigern, wenn sie sehr gesund sind. Die Willenskraft, wenn sie sehr energetisch sind. Und ihre Skills verbessern, wenn sie tough individuals sind. Die meisten sind es, wie ihr euch vorstellen könnt. Also das ist auf die Traits bezogen. Wenn ich also Strong Mind bin oder ich glaube Aura habe, dann kriege ich mehr Willpower. Wenn ich Healthy habe, kriege ich halt mehr Dings, mehr Lebenspunkte und so weiter. So, da wäre der Ausgang. Da kommen wir aber erstmal noch nicht raus. Da kann ich gleich schon mal markieren, ist ein Shift. Mache ich mal ein Fragezeichen hin, weil ich den noch nicht benutzt habe, den Shift. So, also da ist ein Shift und da ist wahrscheinlich der Ausgang mal wieder. Ich bin ja aber hier noch nicht fertig. Das hier hatte ich auch noch geöffnet. Und hier hat sich, glaube ich, auch irgendwo was geöffnet gehabt. Ich glaube, die Nische hier. In die ich gerade schon wieder reingelaufen bin. Hehehe. Spinneneier. Ein paar Knochen, die auf dem Boden rumliegen, ist jetzt nichts Nennenswertes. Na gut, das hier wäre ein Durchgang. Ich hatte ja eigentlich gedacht, der Hebel öffnet den. Hat er wohl leider nicht. Ja, und den Durchgang sollte ich auch mal frei machen. Ach, das öffnet wahrscheinlich... Das Schlüsselloch, da öffnet wahrscheinlich den Durchgang. Oh, ich habe doch zwei Schlüssel, fällt mir gerade so auf. Aber sie hat Hunger. Ein Heavy Shield. Ja, kannst das von mir aus haben. Wow, cool.
Du kannst mich echt mal kreuzweise. Schon wieder ein Athletic Skillbook. Das ich nicht benutzen kann, weil Athletics nur Krieger können. I have a Bassinet, Wingmail. Nein, die Wingmail bringt mir genauso viel Protection wie das Wilderness Leather. Aber ansonsten gar nichts. Ja, keine Ahnung, ob ich hier irgendwo noch einen Erdzauber oder so finde. Hi. Wow, das war mein Fury of Slashes endlich mal. Der hat Umpf. Also der hat wirklich Umpf. Jetzt bräuchte ich bloß noch den Dreifachschuss von ihr. Dreifachschuss, nicht Schluss. So, noch eine Notiz. Scouting Report. Cho und ich wurden von den anderen getrennt. Wurden von den anderen getrennt. Haben uns Wir wurden aufgeteilt, als die Decke eingestürzt ist und Spinnen überall auf uns zugeströmt sind. Wir sind schwer verletzt und bleiben hier, bis Hilfe eintrifft. Sicherlich hat jemand etwas. Sicherlich hat irgendjemand etwas, womit wir Milkweed benutzen können. Weil es ziemlich viel hier wächst. Das sollte wirklich jede Art von Potion verbessern, richtig? Arian war mit uns. Aber sie ist verschwunden. Durch eine Mauer ein paar Schritte von hier. Wir haben nichts mehr von ihr gehört. Nachdem dieser Ort verflucht wurde. Sicherlich haben die Watchers diesen Ort irgendwie berührt. Wir müssen zurück nach Amadacia. Wir können unsere Leute nicht hier sicher durchbringen. Wir brauchen eine andere Evakuierungsroute. Ja. Milkweed boostet Tränke? Das muss ich erstmal ausprobieren, was passiert, wenn ich Milkweed... Greater Healing Potion? Okay. Merken wir uns das mal. Milkweed macht alles besser. Außer durchs Gift laufen. Oh, ich habe dein Secret Wall gefunden. Ein Warhammer. Kann den jemand tragen gerade? Ja, du. Das war der Mörser. Das hier unten ist nicht aufgegangen, gell? Nicht du, sondern du hier. Nein. Und ansonsten gibt es hier nur den Einsturz hier oben und das war's dann.
hier ist ein Shift gewesen. Und hier ist der Weg zurück. Ja, Tarion gets the party back. So. Okay, dann kann ich das Gaia Gateway Northeast hinschreiben. Weil das war mehr oder weniger nordöstlich. Also es gibt ganz nordöstlich noch was. Machen wir mal einen Norden draus. Oder Nord-Nordost. So. Ja. Das heißt, wir springen jetzt durch D zurück zum Heilstein. Wir können hier einfach durchlaufen. Sie hat auch wieder Hunger. Er hat auch Hunger. Gehe ich richtig? Nein. Wenigstens respawnt die antike Horde erstmal nicht mehr. Jetzt will ich mal kurz gucken. Wo ist denn das Zeug? Hier. Habe ich eine Flasche? Ja. Nein. Vielleicht könnte ich ja mit Wasser daraus was kochen. Eine Suppe oder so, die dann nahrhafter ist als die rohen Pilze. So, aber im Augenblick habe ich keine andere Wahl. Ich habe nämlich keinen Schlüssel und ich habe keine Ahnung, wie ich bei den beiden hier weiterkommen soll. Ich kann hier drauf drücken, wie ich will, aber... das bringt alles nichts. So, hier komme ich eh nicht mehr zurück. Do not proceed. Otherwise they will crush you. Was habe ich denn so an Buff-Spells? Detect Monster? Ich will den mal kurz ausprobieren. Ja, toll. Scanning Monsters. Aber es sind ein paar in der Nähe. Das hier könnte ich zaubern, dass alle mehr Stärke haben für die 45 Sekunden. Was hätte ich noch zu zaubern? Stay Feeling? Spirit Ward? Protection Evasion? Ich bräuchte halt einen Ort, wo mich nicht so viele von denen anpissen. Was ist mit dir? Was hast du noch so an Light and Dark? Healing? Necromancy? Dark Burst? Nee. Darkness, Bless. Bless, wie wär's mal damit?
Hi. Okay, das macht bei dem fast keinen Schaden. Ich stehe gerade völlig falsch.